Und damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Top 4. Die gute Börfa möchte kämpfen. Wir haben natürlich unser Team vom letzten Mal, obviously, wir können es jetzt ja nicht großartig ändern. Ich habe gerade schon mal geguckt, man könnte Attacken uns ändern. Ich habe einen Move geändert. Und zwar, ich habe Garchomp anstatt Rock Climb Cut gegeben. Na, weil es gibt Wasserbodenbons und dann könnte der da noch ein bisschen besser durchgehen. Sonst habe ich es alles so gelassen, weil ich es doch am besser fand, wie es gerade ist. Wir liegen da wieder mit Godzilla, würde ich sagen. Weil denn Stealth-Stocks könnten bei manchen süchtig sein, nicht bei allen. Da kommt halt auch das Team an und wir müssen halt darum gamen, dass darauf gucken, was, ja, was so für alle Teams Sense der im ehesten Sinn machende Lied wäre. Es kommt Nidoqueen. Nidoqueen ist hier. Ja, ich blende das Team einmal ein. Nidoqueen mit Moldbreaker, Citrusberry, Spikes, Earthquake, Swapower, Poison Jab. Wichtig, Moldbreaker, das müssen wir im Kopf haben. Das heißt, wir dürfen nicht auf Durk auf das Earthquake gehen, sonst schiebt Glurak einfach. Mamoswine mit Thickfat, Choice Band, Ice Skill Crash, Earthquake, Stone Edge und Ice Shard. Dawnfang, Technica, Life Orb, Bulldoze, Rapid Spin, Ice Shard und Rock Tomb. Arena Trap, Duck Trio mit Focus Sash, Earthquake, Stone Edge, Reversal und Sucker Punch. Genau deswegen brauchen wir Salesforce. Cracksire, Water Absorb, Leftovers, Liquidation, Earthquake, Recover und Ice Punch. Und Rehornio mit Solid Rock, Weakness Policy, Stone Edge, Earthquake, Thunder Punch und Ice Punch. Das heißt, wir werden hier First Turn Stealth Rocken. Der Superpowered sogar. Aber das killt nicht. Ja, bis auf minus 1 angekommen, minus 1 Stealth ist okay. Ich habe gedacht, du gehst First Turn auf Spikes. Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Bis auf minus 2 Angriff jetzt. Und auf minus 1 Stealth. Hier würde ich auf minus 3 Angriff droppen. Aber der könnte halt Poison Jappen auf den, ne? Bei dem würde halt, wenn er nur ein EQ. Wir könnten auf den gehen, noch einen Angriff Drop machen. Weil der wird davon auch noch was Superpower, das heißt noch einen Angriff Drop. Ohne können wir auf ihn gehen und mit Sword Stance. Ich glaube, das wäre ein guter Play. Weil Superpower wird resistet vom Gyarados und wir sind bis auf minus 3 Angriff damit jetzt. Nein, weil hier, ich will keine Poison haben. Wenn ich jetzt hier mit P-Jab gepoison werde, das wäre so Worst Case. Ja, und auf ihn wird er ja tendenziell EQ'en, auf minus 3 wird das nicht so viel machen. Oder wir gehen auf ihn, aber da würde auch, da würde EQ kommen wahrscheinlich. Hier auch, aber der hat mehr Death, ne? Komm schon, jetzt zeig mir den P-Jab. Von mir aus auch Spikes, ist mir glaube ich gerade. Obwohl lieber P-Jab. Danke. Ja, aber wenn Spikes noch draußen sind, dann ist immer problematisch. Ne, wegen Wechseln und so. Wir wechseln ja schon immer mal wieder. Aber Spikes trifft halt auch nicht jeden, dementsprechend ist das wahrscheinlich noch okay. So, wir sind auf gleich auf plus 4 Angriff und jetzt auf minus 3 Angriff. Man wird ja auch nochmal auf die Pige, auf das Ultra und hin und her wechseln, dass er noch mehr Angriffsstops bekommt, aber ich denke, minus 3 reicht für Sherox. Ich meine, er kriegt gerade 20 KP Damage. Ja, hielt sich wieder um 10. Das heißt, dementsprechend, ja, die Spikes ist jetzt egal. So, und jetzt ist halt die Question: Geht Sherox hier jetzt nicht einfach durch? Also hier Bullet punchen wir sind langsamer. Und der sollte auf plus 6 gehen. Du bist auf minus 2 Def, ne? Also klar geht er sowieso. Also 100% geht er dann. Okay. Mammutel.
Oh, mir fällt gerade sogar auf, ich wollte eigentlich alle auf Level 73 machen, das halt, also weil da jetzt das Stärkste man hier bei 73 ist, das ist dann so, aber passt auch so. Ja, du bist jetzt EQ, ne? Aber der Bullet Punch sollte doch killen. Step Techniker Booster plus 6, sehr effektiv. Also ich sag mal ganz ehrlich, ne? Chirux war von Anfang an nicht so der dich eigentlich, wo ich nicht genau war, sicher, ob ich den mitnehmen möchte oder nicht. Jetzt haben wir schon in der letzten Folge gesehen und in dieser Folge jetzt auch schon wieder, dass Chirux ganz okay ist in der Top 4. Ich meine, hier müssen wir jetzt auf jeden Fall Dings drücken, ne? Bugpass. Bugpass. Käferbiss. Bugbite. Käferbiss. Wenn der ist halt eh langsamer, so, ne? Molot ist ja egal. Ja, Dotfan stirbt ja auch einfach. Ja, du solltest das nicht leben. Und wenn du angreifst, sind wir auch relativ hoch von den Defferden. Na, so, also nicht nur relativ, wir sind sehr hoch in Defferden. Ja, und Rihuanyua? Ich meine, wir sind schneller, wir können Iron Headen. Iron Head ist stärker als. Ne, weil das ist ja Technikbooster, also 60 Stärke und das ist dann 80 Stärke, also generell schon 80 mit plus 6 dann. Aber das Problem bei Rhyperia ist ja Solid Rock und die Weakness Policy. Oder will ich erst einmal Bugbite drücken, um Damage zu droppen und dann, glaube ich, der Iron Head killt einfach. Das glaube ich nämlich eigentlich nicht, weil Rihuanyu hat hohe Death-Werte eigentlich. Und ich glaube sogar, dass der Iron Head nicht killt. Und wenn er nicht killt, die Weakness Policy droppt und der dann EQ drückt. Wir Bugbiten. Lol. Der war, ist auf Full HP ge. What? Ich meine, wir sind auf Full Angriff so, ne? Aber. Ja, ich habe gesagt, ich nutze alles, was ich nutzen kann, um halt hier durchzugehen, ne? Und ich werde auch alles machen, um es in Anführungsstrichen so einfach wie möglich zu haben, in Anführungsstrichen natürlich. Aber ich meine, ich muss aber auch sagen, das war, also um auf Chirux hochzuboosten zu kommen, Nido Queen war ja auch schon gut gespielt hier so, ne? So ist es jetzt ja nicht. Ja. Damit ist heute am Dienstag halt auch eine recht kurze Folge, würde ich mal sagen. Ja. Ich sag mal so viel. Morgen kommt die Nuzlocke nicht. Die Nuzlocke geht am Donnerstag weiter. Mit dem dritten Top 4 Mitglied. Wo das tendenziell mit Chirux nicht gehen wird, weil das ein Feuer-Top 4. Dann sollte dann Chirux vielleicht mich mal ein bisschen hinten anstellen, denke ich mir. Aber werden wir Donnerstag sehen oder werdet ihr Donnerstag sehen? Lasst euch mal auf morgen überraschen, was da kommt. ja. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüdelü.